Herzlich willkommen im Hohenschönhausener Bürgerbüro. Zu Gast ist der Sprecher der IGF des Berliner Fahrgastverbandes, Jens Wieselke. Wo drückt der Schuh? Die Verkehrspolitik der letzten Jahre hat sich zu stark auf die Innenstadt konzentriert. Die Außenbezirke wurden vergessen. Merkt man bei der S-Bahn, merkt man bei der Straßenbahn, da liegt einiges in Argen. Wir spüren das auch, der Berlkönig fährt nicht nach Hohenschönhausen. Kein Carsharing, kein Bikesharing. Wie bewerten Sie das? Also Bahnhöfe wie Wartenberg sind Bahnhöfe des Grauens. Da möchte ich nicht nachts um 24 Uhr alleine sein. Und noch einmal gesagt, hier muss mehr passieren, als in den letzten Jahren passiert ist. Und wofür soll ich mich also konkret auch im Berliner Abgeordnetenhaus einsetzen? Setzen Sie sich dafür ein, dass die S-Bahn bald ausgebaut wird. Setzen Sie sich für eine schnellere Straßenbahn ein. Setzen Sie sich für attraktive Umsteigebeziehungen ein. Und setzen Sie sich auch für andere Mobilitätsangebote ein, wie Bergkönig und so weiter. Das mache ich sehr gerne, weil ich weiß, dass die Hohenschönhausener großen Bedarf haben und große Leidenschaft dafür. Herzlichen Dank für Ihr Engagement bei der IGF, Herr Wieselke.